Hallo, ich bin der Kai, ich bin jetzt 7 Monate alt und meine Mama möchte euch heute mit mir zusammen die Burpee Pips von Aiden und Anais vorstellen. Und zwar zeige ich euch als erstes mal, wie die ankommen. So sieht die Verpackung aus. Burpee Pips, es sind immer 2 Stück enthalten. Aiden und Anais hat wirklich von der Qualität sehr hochwertige Produkte. Das ist immer ein sehr, sehr angenehmer Stoff. Einmal haben wir hier mit Sternen und einmal mit Streifen. Man kann das aber auch eben von der anderen Seite benutzen. Dann ist hier das Aiden und Anais Logo drauf. Und hier ist es einfach nur ganz normal weiß. Das ist super weich, super flauschig. Die sind auch schon 2-mal vorgewaschen und sind aus 100% Baumwolle. Und hier sieht man auch gleich, wie man sie anwenden kann. Und ja, ich packe sie mal aus und probiere das mal für Kai. Diese hier nennen sich übrigens Prince Charming. Und wie ihr seht, die sind jetzt gar nicht so klein. So, ich probiere das mal als Lätzchen. So sieht es als Lätzchen aus. Es ist super einfach zum Verschließen, einfach hier hinten mit so Druckknöpfen. Und man kann sich das natürlich als Mutter auch fürs Aufstoßen über die Schulter legen, also einfach wie eine normale Stoffwindel benutzen. Kai beißt gleich rein. Ich finde das wirklich praktisch überhaupt auch, weil es universell einsetzbar ist. Das heißt, so eines kann man sich als Stoffwindel in die Wickeltasche tun und eben auch als Lätzchen benutzen. Und man kann es eben wirklich eine lange Zeit nutzen. Wenn die Kinder klein sind, braucht man es eben eher als Spucktuch und für über die Schulter zu legen. Und wenn die Kinder größer sind, dann natürlich als Lätzchen. Und da zahlt sich das dann schon aus. Ich denke, dieses Bild erklärt es auch ganz gut. Also das ist eh selbsterklärend, dass man es auch als Spucktuch verwenden kann. Ich hoffe, das kurze Video war interessant für euch und ja, ich kann die Burpee Pips wirklich empfehlen, überhaupt Aiden und Anais. Wir haben auch so ein Swaddle-Tuch, von der Qualität her, vom Stoff her wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir bedanken uns fürs Zusehen und wünschen euch noch einen tollen Tag. Bis bald, tschüss! Tschüss, Kai!